So, this is the child who will save the world. Why did you set out on this journey in the first place? It's my mom. I have to save her. Say cheese! Bring us more! Now leave me alone. Go! Come on, don't go getting all soppy on me. I'm sorry, I couldn't save her. First, you will have to save yourself. Jo, hallo Leute, ich bin's AMBRB 89 und wir spielen heute eine Runde Ni no Kuni. Und ich hatte mir vorgenommen, die Qualmhöhe zu erklimmen und einen Bossgegner zu besiegen. Aber erstmal orientieren. Ich fliege schon mal richtig. Da ist ja schon die Wüste. Die Qualmhöhe ist natürlich ein Vulkan, wie ihr da schon sehen könnt. Das ist die Qualmhöhe. Und dort oben wartet ein Boss auf uns. Mal einen Landeplatz finden hier. Scheinbar echt zu blöd, den zu finden. Ein Stückchen laufen. Ab und zu kommt hier noch ein kleiner Gegner. Oder here gleich mehrere. Nur am Gewitter. Das werden die wohl kaum überleben. Auch richtig. Ich hätte ihn jetzt so einfangen können, aber... ich brauch den nicht. Ich hab den glaube ich schon, deswegen brauche ich den nicht. Ja, 100 Erfahrungspunkte, das ist gar nichts. Das ist nix. Der Ort ist auch nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Aber egal. Wir wollen ja wenigstens zeigen, wie man da hinkommt und so. Wäre zu langweilig, wenn man die ganze Zeit nur einen Boss sieht. Das Beste kommt immer zum Schluss. Sagen wir mal so. Thank you.
Wehe, es laggt diesmal nicht. Stay calm now. Dann flipp ich aus. Wenn ich das letzte Mal an Naruto denke, war ja nicht so prickelnd. Aber über was kann ich so labern? Könnt ihr ja mal über der Schule labern. Also kennt ihr das, wenn ihr plötzlich einen Lehrerwechsel habt und der neue Lehrer total beschissen ist? Fancy your chances, do you? Und das sehe nicht nur ich so, sondern alle meine Klassenkameraden. Weil alle aus meiner Klasse sind um mindestens 2 Noten gefallen. Easy. In den Arbeiten, Leistungskontrollen. Nur weil der Herr Doktor, Professor sowieso meint, er könne jetzt hier so ihn auf. Ja. Keine Ahnung, was machen. Mensch, geh mir die Viecher hier auf den Sack. Aber das ist so ein goldenes Vieh, oder? Fancy your chances, was zur Hölle ist das denn? Drachen? Kenn ich ja gar nicht. Here goes. Aber ich würde sagen, die haben trotzdem keine Chance. Weil die hier weghauen. Sogar von Sekunden. We did it. Da da da. La la la. Oh ja, der Part wurde ein bisschen länger, glaube ich. Oder das Video. Ein Stückchen ist ja noch. Wenn hier nicht immer diese Viecher wären, die mich immer verfolgen. Rechts lang. La 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 la. Also, nur mal so gesagt, ich könnte euch dieses Spiel empfehlen. Es macht wirklich Spaß. Sieht zwar so ein bisschen kindlich aus, das Spiel, aber es ist geil. Es macht Spaß. Es erinnert ein wenig an Pokémon oder so. Ah nee, Pokémon ist schon ein bisschen anders, aber auf jeden Fall, wenn ihr kennt ihr vielleicht Jade Cocoon oder Jade Cocoon oder wie man das ausspricht. Das war mal ein Spiel, da hatte man auch so eine Monster, die konnte man leveln. Das ähnelt schon ziemlich. Das habe ich auch, das Spiel. Könnte ich auch mal zeigen, wenn ihr wollt, aber ich glaube nicht. Mann, ey. Genau so eine Viecher hasse ich. Der nervt. Komm, machen wir mal einen Zauber. Mondstern. Haut rein. Bam. Das war's. Tolle Gegenstände bekommen. Also in Klammern denkst du. Oh, schon wieder reingelaufen. Voll, zeig mal an den Charakter. Esther, it's my turn. So, mit Esther. Nice.
Alter. Was ein Damage. Heilung. Komm, hau die mal weg. Nerven. So. Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja den Boss gar nicht. Der wäre der ganze Weg umsonst. Alter. Nerven. Here goes nothing. Oh, jetzt mal eine Runde mit Sven. Allow me. Okay, das war's schon. Nice work. Konnte nicht mal was zeigen, ey. Obwohl er auch nicht groß jetzt Special Tricks oder sowas drauf hat. Er kann halt nur mit seiner Pistole klauen und so Gegenstände. Ja. Und er hat doch eigentlich ganz gute Angriff eigentlich. Geht eigentlich. Auf jeden Fall besser als Oliver, wenn er mit seinem Stab schlägt. Außerdem kann er aus der Entfernung angreifen. Ist alles so ziemlich practice. Praktisch, meine ich. Kurz speichern. Ich gehe mal davon aus, euch stört das nicht. Denn jetzt kommt der Boss. Der richtig fette Boss. Auch bekannt unter Magma. Zumindest die alte Version von Magma. Und da ist schon diese Kugel. Noch so ein verfluchtes Rissdings. Das gefällt mir nicht, Junge. Ganz und gar nicht. Wetten, dass sich hier ein mächtiges Monster rumtreibt? Hm. Und was machen wir, wenn es wirklich auftaucht? Killen. Vorsicht, Olli. Ich spüre was richtig Übles. Hab so ein Kitzeln in der Laterne. Ja, ey, ist so klein der Bildschirm, ey. Ist so scheiße zu lesen. Ach du Scheiße. In schwarz. Treff doch mal an. Auch da. Okay, wir auf dem Schwanz. Oh, Urschrei. Okay. Ich hab die Kugel nicht mal bemerkt, ey. Hast schon wieder? Okay, das ist hart. Das wird schmerzhaft. Oh, Kacke. Schon wieder Urschrei? Ich sehe diese Dinger gar nicht. Eiseskälte.
Hallo, Verteidigung. Treffer. Jetzt rauf da. Ich glaube, es war zu spät. Ich meine, die anderen. Ja, ich wurde getroffen. Aua. Aber Feuer macht mir kaum was aus. Irgendwie. Zaubern wir mal ein bisschen. Morgenstern. Bam. Das war's schon? Okay. Da fand ich die anderen aber härter. We won! Du sagst es, Mann. Richtig schöne Erfahrung. Jo, Mann. Ich hoffe, es heute hat euch gefallen, das Video. Ihr könnt ja ein paar Kommentare schreiben und so weiter. Oder es euch nochmal reinziehen. Wie auch immer. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.